Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute um eines der Produkte, aber nicht nur um unser Produkt, sondern allgemein um das ganze Themengebiet Zeolit. Zeolit ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt Bücher dazu. Es gibt ganz viele Anbieter im Internet, die Zeolit verkaufen für die verschiedensten Zwecke. Gleich vorneweg. Wir verkaufen Zeolit definitiv nicht für die Gesundheit, für den Menschen zum Essen, sondern für Teiche als Filter, Boden und so weiter, als Ausgangsstoff. Also definitiv, wir empfehlen hier nicht unser Zeolit für diese Anwendungen, die wir hier zum Teil Fütterung und Gesundheit besprechen, zu verwenden, sondern das bezieht sich allgemein auf das Themengebiet Zeolit. Unser Zeolit ist vor allen Dingen für die Anwendung im Teichen, Boden und so weiter deklariert. So, Zeolit. Zeolit heißt Siedestein. Zeolit, Zeosieden, Lit, Stein, ein siedender Stein. Das heißt, wenn wir Zeolit erhitzen, dann fängt das an zu blubbern und dann kommt da Wasser raus. Und dann siedet dieser Stein, weil er nämlich in seiner Kristallstruktur eine ganze Menge Wasser eingelagert hat. Das ist eines der Hauptmerkmale von Zeolit, dass er eben diese lockere, poröse Kristallstruktur hat, in der er sehr viel Wasser eingelagert hat. Und genau, was ist Zeolit? Ich zeige Ihnen mal, das ist hier gemahlenes Zeolit. Es gibt Zeolit als Stein, das ist ein Vulkan-Aschegestein. Es gibt das als eine richtige Brocken von kaufen als Filtermaterial für Teiche, Steine, Kiesel oder eben richtige große Steine als Filter oder sonst was für den Gartenbau. Oder eben auch zum Beispiel als Zusatz für Kompost oder Filtermaterial eben das ganz feine Zeolit. Das ist eigentlich das, was meistens angewendet wird für ganz viele Sachen, das feine Zeolit. Sie können ja hier mal ein bisschen schauen. Das ist also wirklich staubfein. Ich werde es jetzt nicht wegblasen, aber das ist feines Pulver. Das ist die typische Anwendung. Unser Zeolit hat eine Korngröße von 0 bis 50 Mikrometer. Das heißt, es ist gemahlen und auf 50 Mikrometer gesiebt. Hat dann so eine Kurve, ne, dass es kleine Anteile im kleinen Bereich hat und dann eben im mittleren Bereich und bis 50 Mikrometer hat es Anteile. 50 Mikrometer sind 0,05 mm, also 0,1 mm wären 1/10 mm. Also die größten Brocken hier drin sind 1/20 mm groß. Das ist unser Zeolit und das ist auch eine typische Vermahlung für Zeolit, sei es für Kompost, für Anwendungen in Teichen oder für Fütterung oder für die Gesundheit. Wie gesagt, unser Zeolit definitiv nicht dafür empfohlen. So. Ein sogenanntes Vulkan-Aschegestein. Wir haben über Zeolit ja vielleicht schon mal einiges gehört und gelesen. Dann kommt da der Name Klinoptilolit dazu. Das ist der Hauptkristall, der sich in diesem Zeolit gebildet hat. Und was ist Zeolit überhaupt? Zeolit ist ein Vulkan-Aschegestein. Ein Vulkanausbruch, Pompeji, ne, Vulkanasche, die ja mitunter viele zig Meter hoch die Gebiete, die von einem Vulkanausbruch betroffen sind, überdecken kann. Wir haben das wunderschön archäologisch vielleicht noch in Erinnerung in Pompeji. Das ist genau das Problem. Vulkanascheausbruch. Aber diese Vulkanasche fällt nicht aufs Land. Die fällt ins Wasser, vorzugsweise ins Meer, aber prinzipiell ins Wasser. Dann kühlt sich diese Vulkanasche so schnell ab, das ist quasi eine Art explosionsartige Abkühlung und sofort mit Wasserdampf und so, dass dabei eine ganz besondere Kristallstruktur entsteht, nämlich ein ganz weicher, leichter Stein, bisschen schwerer als Wasser, 1,2 Kilogramm pro Liter. Ne? Wasser wiegt ja 1 Kilogramm pro Liter. Dieser Stein, wenn er als Stein ist, 1,2 Kilogramm pro Liter. Geht also in Wasser noch unter, aber gerade so. Er würde fast schwimmen. Und dieser weiche, poröse Stein, dieses Zeolit, da gibt es eine ganze Menge Ablagerung von auf der Welt. In Europa sind die bekanntesten in, war das Tschechei oder Slowakei, in
Rumänien, in der Ukraine, in der Westukraine, in der Türkei gibt es Ablagerungen. Also da werden sie abgebaut. Ablagerungen gibt es noch viel mehr davon. Also das ist kein seltener Stoff, den gibt es in unendlichen Mengen. Den wird nicht irgendwann knapp werden oder so, sondern das ist in unendlichen Mengen verfügbar. Und es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Abbaugebieten von Zeolith in Europa und nicht nur da, auch in Mexiko, in Kuba. In Brasilien haben wir zum Beispiel kubanisches Zeolith gekauft, was da für Tiere verkauft wurde, als Futtermittelzusatz für Hunde und Katzen, dass man das ein bisschen übers Futter macht, dass die eine bessere Verdauung haben und besser entgiften können. Das ist also selbst da schon angekommen. Und wie gesagt, die haben da kubanisches Zeolith verwendet, was ganz fein war und interessant war. Das ist also weltweit verwendetes Produkt, aber das meiste, was eigentlich bei Zeolith verwendet wird, muss man sagen, geht in die Industrie. Zeolith geht zum großen Teil in die Nahrungsmittelindustrie, in die chemische Industrie, in die Waschmittelindustrie. Zeolith hat durch diese poröse Struktur, durch diese große Oberfläche, hat es eine starke Filterwirkung, kann bestimmte Sachen sehr gut rausfiltern. Und das nutzt man mitunter in der Nahrungsmittelindustrie, um Säfte zu klären oder einfach bestimmte Stoffe aus Nahrungsmitteln rauszufiltern. Und danach ist das Zeug vollgesuppt und kann mit in die Kompostierung und macht da auch nochmal eine gute Geschichte, verbessert den Kompost. Und eine große Anwendung ist zum Beispiel in der Waschmittelindustrie. Denn es gibt inzwischen eine ganze Reihe von, also einen Großteil der Waschmittel, die inzwischen Zeolithe zugesetzt haben. Bestimmte Zeolithe, die vor allen Dingen eben diesen Kalk Magnesium binden, dadurch und Natrium austauschen, dadurch Wasser enthärten. Und das ist so einfach ein bisschen Pulver, ne, ist wie Sand, kommt in die Kläranlage, ist im Klärschlamm drin, kein Problem. Ist nicht wie dieses phosphathaltige Entkalker, die sonst verwendet wurden, die letztendlich zu starken Überdüngungen und Problemen führten in der Kläranlage bzw. im Abwasser. Also Zeolithe selbst dort, und da reden wir von vielen, vielen Zügen, LKW-weise, Hunderttausenden Tonnen, die das jedes Jahr Verwendung findet. Sie kennen Zeolith wahrscheinlich, weil Ihnen das irgendwann mal ein Heilpraktiker gesagt hat oder irgendeiner unter der Hand einen Tipp gegeben hat. Zeolith ist gut für die Gesundheit, kann man essen, bindet Gifte, verbessert die Verdauung. Das ist das, woher Sie das populär eher kennen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, die größte Anwendung von Zeolith ist eigentlich in der chemischen Industrie, in der Nahrungsmittelindustrie als Futtermittel. Und dann gibt es einen ganz kleinen Bereich, der geht in die Nahrungsergänzungsmittel Schiene. Genau, also ein Vulkanaschegestein. Vulkanasche fällt ins Meer. Und ich habe ja, verschiedene Materialien hier da mitgebracht. Eine Sache ist das Buch von Professor Karl Hecht. Der hat quasi schon in Pension sich nochmal mit dem Thema Zeolith auseinandergesetzt. Ich habe mal einen Vortrag von dem gehört, dann war der, glaube ich, schon 87 oder so, ein ganz fitter und wacher Doktor, der offensichtlich die Chance aus dem System rausgekommen zu sein genutzt hat, um nochmal solche Themen nach vorne zu bringen. Und Clinoptilolith, Zeolith, also Zeolith ist der Name des Gesteins, Clinoptilolith ist der Name des Minerals, dieser Kristallstruktur, die da drin entsteht und die besonders eben große Oberfläche hat und stark bestimmte Stoffe binden kann, Wasser und andere Sachen. Und das Buch von Professor Karl Hecht, es dreht sich im Wesentlichen um Gesundheitsfragen, erläutert auch allgemein die Chemie und so weiter, aber es dreht sich im Wesentlichen um Gesundheitsfragen. Es geht nicht nur um Zeolith, sondern auch um Bentonit bzw. Montmorillonit, also um Ton und Zeolith. Werde ich noch erklären, was da der genaue Unterschied ist. Und ja, da werde ich mal ein bisschen drin rumblättern nachher, aber jetzt erstmal noch zu ein paar grundsätzlichen Sachen zu Zeolith, was
Theolit kann. Und da habe ich einen wunderschönen Ordner gefunden, weil es ja eine Reihe von Firmen gibt, die Theolit als Futtermittelzusatz verkaufen. Das muss man dann richtig nennen. Das ist dann Futtermittelzusatzstoff Fließhilfsmittel. Unter diesem Titel darf man Theolit als Futtermittelzusatz verkaufen. Also unsere Behörden sind da wieder mal amok gelaufen. Irgendeine Lobby hat es da geschafft, dass Theolit nicht auf den entsprechenden Listen kommt und dementsprechend darf man Theolit nur unter ganz exotischen Begründungen in Futtermittel mischen. Was natürlich albern ist, weil Theolit ist eine ganz simple und natürliche Sache, wie wir gleich sehen werden. Ich erst mal vielleicht dazu, wie ist Theolit zusammengesetzt? Und da kommen wir gleich zu dem Thema Aluminium. Und zwar ist Theolit zusammengesetzt chemisch ganz ähnlich wie Tonmineral. Also Bentonit, also Tonmineral oder auch Sand, hat eigentlich eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie Theolit. Der wirkliche Unterschied ist eigentlich nur, Theolit hat diese spezifische Kristallstruktur. Eben dieses, weil es eben als heiße Vulkanasche ins Meer gefallen ist, sich dabei sofort abgekühlt hat und diese spezifische Kristallstruktur gebildet hat. Deswegen hat es eine etwas interessantere Eigenschaften, speziell eine große Oberfläche. Aber es ist eigentlich nichts super Spezielles. Was jetzt die chemische Zusammensetzung angeht, ist es völlig aller Welt Mineral. Da können Sie auch, so ungefähr sieht die chemische, die räumliche Struktur dieser Siliziumoxid-Kristallstruktur von Theolit aus. Sie sehen hier, das ist von der Firma NRG, Nährstoff- und Rohstoffveredelung, die Clinofit propagieren. Clinofit ist ein Markenname für ein Futtermittel mit Theolit. Ne? Also das herzlichen Dank an die Firma nochmal. Das ist ein ganz alter Ordner, den habe ich irgendwie vor 10 Jahren von denen schon bekommen. Und die haben aber eine wunderschöne Grafik dazu, eben diese wunderschöne wunderschöne Kristallstruktur aufzeigt, die dieses Theolit hat, dieses Kinoptilolit hat. Und ansonsten ist es chemisch eigentlich eine ganz simple Geschichte. Gucken, ob ich das hier auch noch finde oder ob wir da den anderen Ordner nehmen. Dann haben wir es hier. Wie ist, wenn man jetzt Theolit chemisch analysiert, was ist das? Es ist im Wesentlichen 70% Siliziumoxid. Silizium, Sand, Silizium. Also das Allerweltsmineral, das zweithäufigste Element in der Erdkruste. Das häufigste Element ist Sauerstoff. Alles Mögliche ist Sauerstoff oxidiert. Das zweithäufigste Element ist Silizium. Und dementsprechend das häufigste Mineral auf der Erde, Siliziumoxid. So, Siliziumoxid, das ist 70%. Also es ist schon wie Sand oder Ton. Ne? Es ist also jetzt nicht ganz viel basische Mineralien drin oder so. Es ist im Wesentlichen Siliziumoxid. Dann haben wir Aluminiumoxid, Calciumoxid, Potassiumoxid. Aluminium haben wir 12%, 3,4% Calciumoxid. Potassium ist Kaliumoxid, ist 2,83%. Eisenoxid 1,4%, Magnesiumoxid 1%. Das schwankt immer so ein bisschen. Dieser Anteil Siliziumoxid, Aluminiumoxid, das ist eigentlich typisch für Theolit. Dann aber die weiteren Mineralien, das ist je nach Theolitvorkommen mal ein bisschen anders, je nachdem, was das für ein Vulkanausbruch war, wie lange das im Wasser gelegen hat, was das für ein Wasser war, war das Salzwasser, war das Süßwasser, dann kann das mal ein bisschen mehr von dem einen oder dem anderen Mineral enthalten. Aber Siliziumoxid und Aluminiumoxid, das sind die wesentlichen Bestandteile. Und da kommen wir schon zum Thema Aluminium. Sie werden nämlich mitunter Marketing-Aussagen hören, dass billiges Theolit Aluminium enthält und das gute teure nicht, dass man für 1 Gramm 12 Euro kaufen kann. Aber das billige Theolit würde Aluminium und andere Sachen enthalten. Das ist Blödsinn. Jedes Theolit ist chemisch nahezu identisch zusammengesetzt, enthält zwischen 10% und 12% Aluminiumoxid. Und der Punkt ist, Aluminium ist das häufigste Metall in der Erdkruste. Es ist mit ungefähr 10, 11,
Prozent in der Erdkruste vertreten. Das ist der Anteil von Aluminium in der Erdkruste. Also es ist mit Abstand das häufigste Metall in der Erdkruste und ist in jedem Boden in großen Mengen vorhanden. Also jeder Ton, jede Erde, jeder Sand, jeder Humus hat, jeder Kompost hat große Mengen Aluminium drin, die aber in der Kristallstruktur mit Silizium gebunden sind. Das ist der entscheidende Punkt. Siliziumoxid bindet in der Kristallstruktur ganz, ganz stark Aluminium, sodass Aluminium auch unter Extrembedingungen nicht rausgelöst wird aus diesem Siliziumkristallgitter. Und wenn man dann eben entsprechend Zeolit in der Förderung einsetzt oder selber isst, was definitiv nicht für unser Zeolit gilt, wir deklarieren das anders, dann brauchen Sie keine Sorge haben, dass sich Aluminium da löst und in Ihren Körper kommt. Das passiert nicht, sondern im Gegenteil sogar, Silizium und Zeolit ist noch wunderbar geeignet, sogar Aluminium aus dem Blut, aus dem Körper rauszuziehen, aus der Verdauung vor allen Dingen und abzutransportieren. Genau, wenn man es denn dafür einsetzen möchte. Also es ist Aluminium drin in Zeolit, in jedem Zeolit, auch in den allerteuersten Zeoliten. Und es ist kein Problem, solange Aluminium eben als Aluminiumoxid gebunden im Siliziumkristallgitter vorliegt. Das vielleicht zur chemischen Analyse. Und wie gesagt, die ist praktisch identisch mit Heilerde, mit Tonmineral, mit Sand, hat noch ein bisschen weniger Anteil Aluminium, aber fast identisch. Also es ist nichts irgendwie Exotisches drin, es ist nicht irgendwie spezifische Mineralien drin, die ja jetzt großartig ausgetauscht werden. Je nach Zeolit ist da ein bisschen mehr Magnesium, Calcium, Kalium drin, aber ansonsten ist das eine ganz, ja, Sie können im Grunde auch den Kies aus dem Sandkasten fressen, was Sie könnten, ohne Probleme. Das ist chemisch erstmal das Gleiche. Unterschied ist die Kristallstruktur. Eben dieses schöne Mineral hier, dieses schöne Siliziumoxid-Kristallgitter, die besonders eben eine große Oberfläche haben, Wasser speichern und Nährstoffe speichern und sehr, sehr gerne Giftstoffe binden. Hier ist noch mal ein bisschen mehr Illustrationen dazu. Hier oben sehen Sie, das ist dann aus der Clinoptilolid-Gruppe Heulandit, das ist der Hauptbestandteil von Zeoliten. Darunter sehen Sie Sepiolite und hier sehen Sie Bentonite bzw. Montmorillonit Tonschichtminerale. Also ich habe hier auch Bentonit stehen, das haben wir ja auch im Programm. Und der wesentliche Unterschied zwischen Bentonit und Zeolit ist nur die Kristallstruktur. Chemisch sind die nahezu identisch. Wenn man das mit den Siliziumoxid, Aluminiumoxid und so weiter, sind die quasi gleich. Aber Bentonit hat plattige Moleküle. Das ist in der Bodenbildung entstanden über viele Jahre, Jahrhunderte. Ist bei den Umlagerungen, chemischen Prozessen im Boden, haben sich große, plattige Moleküle gebildet, die erstmal Wasser zwischenlassen, dann quellen sie, deswegen quellt Bentonit so stark. Wenn man das mit Wasser macht, schwillt das auf die doppelte und dreifache Größe an. Und zweitens, es schmiert. Das kennen Sie sicherlich von Ton, von Tonmineral, von Lehm. Das schmiert, damit können Sie wunderbar Ecken ausschmieren und eben Gefäße zusammenschmieren. Das backt richtig stark zusammen und das hängt mit diesen plattigen Tonmineralmolekülen zusammen. Genau das passiert bei Zeolit nicht. Zeolit backt nicht so zusammen, schmiert nicht und ist deswegen löst sich besser auf sozusagen. Das heißt, es löst sich ja nicht auf, aber es verteilt sich besser, weil es nicht so zum Klumpen neigt wie Bentonit oder Bentonit oder Heilerde oder Tonmineral. Genau. Das zur chemischen Analyse. Aluminium ist drin, aber unproblematisch. Es hat eine besondere Kristallstruktur, es hat eine große Oberfläche. Und zwar ist die 360 Quadratmeter pro Gramm. Das werden Sie schon mal gehört haben. Quadratmeter pro Gramm, das haben wir bei Holzkohle auch öfter. Holzkohle schwankt so zwischen 100-200 Quadratmeter pro Gramm bis, ich habe auch schon bei ganz starker Aktivkohle über 1000 Quadratmeter pro Gramm gehört, aber meistens so um die 400 Quadratmeter pro Gramm hat Holzkohle eine Oberfläche pro Gramm. Ja, wir sehen schon, diese Substanzen, die
eine besonders große Oberfläche haben. Die sind interessant für die Natur, für den Boden, für den Kompost, für die Verdauung, weil die besonders gut reagieren, besonders gut Ionen anlagern bzw. Giftstoffe anlagern, austauschen können, Oberfläche für Mikroorganismen bilden und so weiter. Also auch Zeolit hat eine große Oberfläche, genauso wie Holzkohle, genauso wie Bentonit, nämlich um die 360 Gramm pro Quadratmeter. Das ist schon mal das eine. Dann, ich habe gesagt, es gibt mehrere Abbaugebiete von Zeolit und Sie werden, wie gesagt, mitunter Marketinggeschichten hören von unser Zeolit ist das allerbeste und ganz toll und das andere Zeolit, das ist ja eventuell vergiftet. Vergessen Sie es. Es gibt keine realen Unterschiede zwischen den verschiedenen Zeoliten. Man baut kein dreckiges Zeolit ab, ist nicht nötig, weil Zeolit ist im Normalfall eine saubere Sache. Es gibt da kaum praktisch keine Verunreinigungen mit irgendwelchen Schwermetallen, mit Giftstoffen oder so. Allein durch die Entstehung ist das schon fast garantiert. Das kann ja höchstens mal im Oberboden sein. Anders übrigens bei Bentonit und Tonmineralen, die ja in einem mehrjährigen, vielleicht hundertjährigen Prozess oder so entstanden sind durch Umlagerungen im Boden und so. Da haben wir ganz häufig Ablagerungen, die eine gewisse Belastung aufweisen, deutlich höhere Mengen an Schwermetallen aufweisen, Blei zum Beispiel. Das ist bei Zeolit deutlich geringer. Also Zeolit ist in der Tendenz deutlich sauberer als zum Beispiel Tonmineral, Heilerde, Bentonit. Wenn man jetzt mal Blei nimmt, wir hatten mal eine Untersuchung von unserem Zeolit, von einem, der unser Zeolit als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollte und hat geguckt in Österreich, was da die Belastung ist mit Blei. Und bei uns, bei unserem Zeolit, kam man auf Null. Keinerlei Bleibelastung kann man nicht nachweisbar. Es gibt Zeolite, da ist ein bisschen Blei drin. So bis zu 3 Milligramm pro Kilogramm habe ich gehört, was noch unter irgendwelchen Grenzwerten für Nahrungsmittelboden oder sonst was ist. Also es ist völlig unbedenklich. Allerdings wird ja Zeolit interessanterweise zum Ausleiten von Blei gerne angepriesen, von Schwermetallen allgemein gerne angepriesen. Und wie kommt es denn jetzt, dass dann da Blei drin ist? Nämlich genau aus dem Grund. Wenn da nämlich vielleicht mal ein bisschen bleihaltiges Wasser oder ein paar Bleiionen eben mal in Kontakt gekommen sind mit Zeolit, dann nimmt das Zeolit die auf und hält die fest, genauso wie das Bentonit. Aber das Bentonit ist, weil es eben mehr Zeit hatte in der Bodenbildung, mit viel mehr in Kontakt gekommen. Das Zeolit ist ja sehr schnell entstanden, hat dadurch kaum irgendeine Verunreinigung. Aber wenn dann eben mal ein paar Schwermetalle und dergleichen vorbeigekommen sind, dann nimmt das Zeolit und die auch auf und hält die fest und lässt die nicht mehr los. Und das ist auch der Grund, warum man es eigentlich völlig egal ist, ob da ein bisschen Blei drin ist, weder bei Bentonit noch bei Zeolit. Bei Bentonit liegen die Belastungen in Anführungszeichen von Blei bei 16 Milligramm, 19 Milligramm so in dem Dreh. 20 Milligramm, das sind so typische Belastungswerte. Also 5- bis 10-fache von dem, was man im Maximum im Zeolit findet, haben wir ganz typisch im Bentonit. Auch kein Problem, weil beide Kristallstrukturen diese Schwermetalle so stark festhalten, dass sie in der Verdauung oder im Boden oder sonst wie nicht mobil werden und sowieso in der Belastung weit unter allen Grenzwerten liegen. Also sprich, es ist nicht wirklich ein Thema, dass das jetzt eine Vergiftung verursacht. Ich glaube, der Udo Pollmer hatte sich sogar mal irgendein Verbraucherschutzinstitut hatte sich da mal ein paar Proben genommen und dann den großen Betrug ausgerufen, weil sie ein bisschen Blei im Zeolit gefunden haben. Der Udo Pollmer, den ich ja sehr, sehr gerne mag, Lebensmittelchemiker, der gerne mal ein paar unkonventionelle Ansichten hat, aber leider sich auch mitunter zu schnell oder zu uninformiert zu Themen äußert. Bei Terra Preta hat er auch völlig absurde Rechnungen durchgeführt, die er irgendwo abgeschrieben hat, ohne sie wirklich zu prüfen. Und er hat auch mal einen Beitrag gehabt zu Bentonit, Zeolit, Heilerden, hat das da komplett verdammt und meinte, weil da 3 Milligramm Zeolit drin, Blei drin ist, in einigen Zeolit-Produkten gefunden wurde. Das wäre ein Problem. Ist kein Problem, weil, wie gesagt, es wird nicht frei in der Verdauung, ist es irrelevant. Zeolit ist eine E-Nummer.
Eine E-Nummer, die kennen diese E-Nummern, wo man hinten auf den Etiketten von irgendwelchen Lebensmitteln dann irgendwelche E-Nummern findet. Das kann alles Mögliche sein, von sogar Holzkohle hat eine E-Nummer, aber auch Montmorillon, Zeolith und ganz viele andere Zitronensäure und wie sie ganz alle heißen, diese ganzen Chemikalien, die da eingesetzt werden in der Nahrungsmittelindustrie. Und es gibt viele, viele E-Nummern, die völlig unproblematisch sind, und eine dieser E-Nummern ist das Zeolith, was mitunter eben aus bestimmten Gründen als Fließhilfsmittel, um bestimmte Stoffe zu absorbieren, mit zugesetzt wird bei Lebensmitteln. Ist nicht so häufig, aber es ist halt eine E-Nummer. Und mit dieser E-Nummer, mit Angabe dieser E-Nummer und so weiter, ist es dann auch erlaubt, das zu füttern als Futtermittelzusatzstoff, Fließhilfsmittel. Interessanterweise darf man auf keinen Fall sagen, dass man das für die bessere Verdauung füttert oder für Bindung von Schimmelgiften oder Schwermetallen oder so. Das ist nicht erlaubt, weil es nicht im Gesetz drin stand in der Liste, sondern es steht nur drin als Fließhilfsmittel. Deswegen darf man es nur als Fließhilfsmittel füttern und verkaufen. Da sind unsere Behörden inzwischen völlig amok gelaufen, was die Etikettierung und Deklarierung der Produkte angeht. Und interessanterweise schießen sie sich auf solche Sachen wie Zeolith ein, was völlig absurd ist, weil es gibt nichts Sichereres als Zeolith. Das Zeug ist völlig inert, es wird vom Körper nicht aufgenommen, es geht so durch den Darm durch, sei es bei den Tieren oder beim Menschen, wird nicht aufgenommen und nimmt beim Durchgehen eben genauso wie Ballaststoffe, Rohfaser in der Fütterungs Terminologie, aber bei Menschen Ballaststoffe. Es hat eine ganz ähnliche Funktion wie Ballaststoffe. Auch die haben eine große Oberfläche, auch die regen Mikrobiologie an, auch die nehmen Giftstoffe mit raus. Genau das gleiche macht Zeolith. Die entsprechenden Firmen, die Clinoptilolith, also Zeolith als Futtermittel verkaufen, die sagen dann auch, man soll das 1 Gramm Zeolith dann entsprechend auch als Rohfaser anrechnen. Sogar in der doppelten Menge als Rohfaser anrechnen auf eine Futterration, beziehungsweise eben als Ballaststoff anrechnen bei der Ernährung. Muss ich aber noch dazu sagen, es hat nicht alle Funktionen von Ballaststoffen. Es hat eine große Oberfläche Zeolith, es bindet Giftstoffe, es regt Mikrobiologie an, es regt den Mineralstoffwechsel, Ionenaustausch an, nimmt Ammonium mit, nimmt Schimmelgifte mit, nimmt Schwermetalle mit. Aber es hat nicht diese Funktion von Ballaststoffen, dass es dann vor allen Dingen im Dickdarm die Mikroorganismen ernährt. Das ist ja das, was bestimmte Ballaststoffe noch können, dass sie sich aufschwemmen und dann im Dickdarm von Mikroorganismen noch ein Stück weit verstoffwechselt werden können, sodass dann die Mikrobiologie im Dickdarm davon profitiert. Das machen bestimmte Ballaststoffe wie zum Beispiel Flohsamenschalen oder Gerste, Gerstenbrei oder sowas, Vollkorn, ne? Wenn man das als Vollkorn eingeweicht hat, sauer eingeweicht hat, am besten mit DM oder Zitrone oder so, dann kann man zum Beispiel das wunderbar als Ballaststoffe verwenden, die dann aber auch noch im Dickdarm einen Effekt haben, dass sie die Mikrobiologie in einer ganz bestimmten Weise ernähren. Das macht Zeolith natürlich nicht, da ist nichts drin, was Mikroorganismen essen können, aber sie können draufsitzen, sie können das als Lebensraum nutzen und sie können, es kann Toxine binden und so weiter. Was eines der wesentlichen Themen in diesem Buch ist, dass es eben vor allen Dingen eine ganze Reihe von Giftstoffen mit Begeisterung bindet, festhält und aus dem Körper raus transportiert. So. Wo war ich stehen geblieben? Bindet Giftstoffe. Also, wie gesagt, das ist in der Werbung nicht erlaubt und ich verkaufe es auch nicht als Futtermittel oder als Nahrungsmittel, unser Zeolith. Also, es geht hier nicht um mein Produkt, das ist jetzt eine ganz allgemeine Information von Zeolith. Aber es gibt da eben jede Menge Studien dazu und der Herr Professor Hecht hat vor allen Dingen Studien zitiert aus der Sowjetunion bzw. Russland und der Ukraine. Die haben jahrzehntelang intensiv an Zeolith geforscht und die waren ja, sag mal so, nicht ganz so mit einem medizinisch-industriellen Komplex belastet, wie der Westen sich den hochgezüchtet hat.
wo man um seine Gesundheit fast kämpfen muss, dass man die behalten darf und dass sie die nicht wegnehmen und einen zum chronischen Patienten machen. Da gab es zumindest eine gewisse Zeit lang in der Sowjetunion und in Russland und der Ukraine andere Entwicklungen und da kamen dann auch eben viele Naturheilverfahren hoch und eben auch Zeolit wurde in ganz, ganz vielen Zusammenhängen untersucht und getestet und eine große, große Anwendung, die man mit Zeolit gemacht hat, viele Jahre lang, war Strahlenkrankheiten behandeln, beziehungsweise eine Sache, die Zeolit eben sehr, sehr gerne bindet in Schwermetalle und auch radioaktive Schwermetalle. Also das gefürchtete Cäsium-137, was dann oftmals zu Strahlenkrankheiten führt, wo man ja immer vorwarnt. Und das ist eine Sache, die Zeolit zum Beispiel sehr, sehr gerne bindet. Und wenn man sofort anfängt, Zeolit zu futtern, wenn man eventuell mit solchen Stoffen in Kontakt kommt, dann bindet das es eben aus dem Darm, aus der Ernährung, zum Teil aus dem Blut, sehr gut raus. Solange man das also nicht langfristig einatmet oder so, ist das also eine sehr gute Möglichkeit, das zu entgiften. Und das haben die nicht nur untersucht in ganz vielen Studien, sondern sie haben das auch wirklich im Breiten angewendet bei Tschernobyl. Tschernobyl, die ganzen Soldaten und Einwohner, die da belastet wurden mit Strahlendosen und eventuell mit Cäsium-137, denen wurden alle über Monate und Jahre Zeolit verabreicht. Und nicht nur das, die haben Zeolit auch verwendet, zügeweise, also wirklich tausende Tonnenweise, um das einfach in den Reaktor zu kippen, beziehungsweise als Filtermaterial. Es wurde Zeolit auch wiederverwendet in Fukushima als Filtermaterial, um radioaktive Schwermetalle zurückzuhalten, dass es nicht ins Grundwasser beziehungsweise ins Meer gelangt. Also in solchen Fällen ist es ganz gut, wenn man Zeolit oder ein ähnliches Mineral zur Verfügung hat. In Bayern gab es dann 1986 zum Tschernobyl-Unfall kurz danach auch das Problem, dass, also nicht nur in Bayern gab es das Problem, aber dass die Milch verseucht war mit radioaktiven Schwermetallen, Cäsium-137, und dass dann einige Molkereien den Bauern die Auflage gemacht haben, ihr müsst euren Tieren 300 Gramm, in dem Falle war es Bentonit, Tonmineral, das hier, füttern am Tag, 300 Gramm Tonmineral am Tag füttern, mit der normalen Ration, einfach so mit ein bisschen Futtermischware mit rein oder eben über einen Futtertisch oder die fressen das sogar, wenn man den einfach nur in einen Eimer hinstellt und das als quasi als zur freien Aufnahme anbietet, so Zeolit oder Bentonit. 300 Gramm pro Tag und das hat komplett die Milch belastungsfrei gehalten von diesem Cäsium-137. Also das ist sogar eine Tierhaltung damals angewendet worden, in dem Falle Bentonit, was aber eine ganz ähnliche Eigenschaft hat. Und die wesentliche Eigenschaft ist nicht nur die große Oberfläche, 360 Gramm pro Quadratmeter, sondern die ist auch negativ geladen. Und die ist negativ geladen, weil wenn sie perfekt wäre, die Oberfläche, und perfekt auf alles gebunden wäre mit Aluminium, Calcium, Magnesium, dann wäre das neutral. Aber es ist nie perfekt, es ist immer, fehlt da mal eine Fehlstelle von irgendwie Aluminium, Mineral da drin, oder das sind ja positiv geladene Ionen, Aluminium dreifach positiv. Und dann kommen wir in dem Außenkristall Siliziumoxid immer zu einer negativen Ladung. Also Zeolit, genauso wie Bentonit, hat immer außen eine große Oberfläche, die negativ geladen ist und damit besonders gerne Kationen, also positiv geladene Ionen bindet. Kationen müssten das sein. Und da gibt es eine Bindungsreihe. Was bindet denn Zeolit am liebsten? Und wie gesagt, das ist das gleiche bei Bentonit, Zeolit, Holzkohle. Die sind alle drei große Oberfläche negativ geladen. Ein bisschen andere Eigenschaften. Ich habe schon gesagt, Zeolit ist krümelig und löst sich leichter auf. Bentonit klumpt und schmiert schön und quillt stark. Und Holzkohle ist total chaotisch in der Struktur und hat noch mehr Größe, also Hohlräume verschiedener Größen.
Zeolit hat vor allen Dingen diese kristallinen Hohlräume. Aber alle drei große Oberflächen negativ geladen und für alle drei gilt so eine Bindungsreihe. Also untersucht hat man es eben hier vor allen Dingen Zeolit, aber das ist bei Bentonit und Holzkohle ist das wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich. Und wir sehen hier jetzt mal hier unten so eine Bindungsreihe. Was, in welcher Reihenfolge denn Zeolit am liebsten Stoffe bindet? Und das ist in der Reihenfolge. Am liebsten bindet es Cäsium, diese Schwermetall, was eventuell auch radioaktiv sein kann. Ammonium, NH4+, das ist ein Stoff, der bei Abbau von Eiweißen entsteht in der Verdauung und im Stoffwechsel, was besonders gerne angelagert wird von Cäsium. Das ist dann auch einer der Gründe, warum Leber, Niere so gut entlastet werden von Zeolit oder dergleichen, wenn man das mit in die Verdauung bzw. Fütterung mit aufnimmt. Dann haben sie hier Blei, das besonders gerne gebunden wird. Dann kommt Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium. Die sind eher so im Mittelfeld, Kupfer, Zinn, Mangan. Also die werden dann vielleicht mal kurz vorübergehend gebunden, können dann wieder dann aufgenommen werden. Da spielt Zeolit auch eine große Rolle bei der als Austauschkörper, um die Mineralaufnahme zu verbessern. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Zeolit nicht Mineralien wegklaut bei der Verdauung. Das tut es nicht. Die wesentlichen Mineralien, die wir bei der Verdauung brauchen, Kalium, Magnesium, Calcium, Selen, Mangan, die werden von Zeolit nicht weggefangen, werden eventuell mal kurzzeitig gebunden, aber es ist genau eigentlich eher eine Unterstützung, dass sie dann vom Körper besser aufgenommen werden im Ionenaustausch. Genau. Also das ist die Bindungsreihe und besonders gern eben werden die besonders giftigen Sachen gebunden. Und interessanterweise bindet es nicht nur gerne Schwermetalle, alle durch die Bank, Quecksilber, Blei, Cäsium und sonst was, sondern auch eben Ammonium, NH4+, bindet auch, aber auch eine ganze Reihe von Pilzgiften, Mykotoxine, werden sehr gerne gebunden von Zeolit. Was eine Grund ist, wenn ein Bauer eine schimmelnde Silage hat, dass der, sagen wir so, der Bauer sollte sich darum bemühen, eine möglichst mykotoxinarme, eine Futter zu haben für seine Tiere, was möglichst giftfrei ist. Aber die Realität ist so, dass es eben mitunter nicht vollständig gelingt. Dass ein gewisser Mykotoxinanteil da ist, gerade wenn man die Silage aufmacht, anfängt zu füttern und sogenannte Nacherwärmung kommt, dass sich dann also ganz schnell Mykotoxine bilden, wenn das jetzt aufgemacht wird, der Silohaufen, und das dann mit in die Fütterung gerät. Das kann eine große Belastung sein für Tiere und durchaus den ganzen Bestand gefährden. Und wenn man solche Probleme hat, aber auf so ein Futter nicht verzichten kann, dann ist es eine Variante dazu, Zeolit zu füttern. Wie gesagt, 100 bis 300 Gramm pro Tier und Tag, dann werden zum Beispiel Schimmelgifte sehr, sehr gerne gebunden. Das ist in vielen Untersuchungen nachgewiesen. Aber nicht nur das, es wird sogar so Sachen gebunden wie diese Weichmacher aus Kunststoffen. BPA gab es tatsächlich Untersuchungen, wo sie diesen typischen Kunststoffweichmacher, der ja inzwischen in jedem Blut bei allen Menschen auf der Erde vorhanden ist, nachweisbar ist in gewissen Größenordnungen, dieser Weichmacher, der ist also vor allen Dingen in PVC, ne? Ist bis zu 50% Anteil dieser Weichmacher drin, einfach damit der Kunststoff flexibel bleibt. Und dieser Weichmacher dünstet aus diesen Kunststoffen gerne aus. Also wenn sie einen schönen PVC-Teppichboden sich hinlegen oder Linoleum oder so, dann können sie damit rechnen, dass die ersten paar Jahre, erste Jahr oder so, also gerade wenn er ein bisschen jünger ist, dann giftet der schön, beziehungsweise dann dünstet der schön diesen Weichmacher aus. Ne? Aber auch ganz allgemein in der Natur, sei es PVC-Teichfolie oder irgendwie PVC-Gartenmöbel oder was es immer da gibt. Alles Mögliche dünstet diese Weichmacher aus in großen Mengen, aber vor allen Dingen auch im Bau eben relativ viele Sachen. Und das ist so viel, dass es tatsächlich eine ganze Menge in der Luft ist, in der Luft vom Regen rausgewaschen wird. Und ich habe sogar mal eine kleine Meldung gesehen, dass der Kölner Dom
der berühmte Kölner Dom, Sandsteinbau, angegriffen wird von Pilzen. Und die Pilze können ja nicht vom Sand leben, die leben von Weichmachern, die aus der Luft in diesen Sandstein des Kölner Doms gewaschen werden und dort eben dieses Pilzgeflecht ernähren. Und das führt zu einer beschleunigten Zerstörung dieses Sandsteins beim Kölner Dom. Ganz spannende Geschichte. Mit anderen Worten, Weichmacher ist heute überall da. Selbst der sich am biologischsten ernährendste Mensch kann ihn kaum ausweichen. Und eine der größten Kontaminationsgefahren ist definitiv eher so Baustoffe. Das ist jedenfalls so meine Interpretation der Belastung, die da ist. Genau. Und das, du kannst, ich habe jetzt den genauen Wortlaut der Schüler nicht im Kopf, aber es war ungefähr so 14 Tage lang morgens und abends ein Teelöffel Zeolit. Und der BPA-Wert im Blut hatte sich halbiert. Also das ist schon eine Größenordnung für so eine simple Sache. Und BPA, warum ist das ein Problem? Das wirkt im Körper gerne wie Östrogen, wie weibliche Hormone. Das heißt, es führt bei Schnecken und Fischen zu Verweiblichung, Fröschen und so, und eventuell greift es eben auch in den menschlichen Hormonhaushalt ein und führt dazu Hormonstörungen aller möglichen Art, spezifisch bei den Geschlechtshormonen. Ja, okay, das bindet es also gerne, das Zeolit. So, ich habe gesagt, es hat eine große Oberfläche. Es ist ein wunderbarer Speicher für Wasser, für Nährstoffe. Und zwar so, gerade die Nährstoffe, die die Pflanze oder auch wir gerne aufnehmen, werden von dem Zeolit vorübergehend gebunden, aber dann auf Nachfrage von der Pflanze abgegeben. Da geht nämlich die Pflanzenwurzel in Nähe dieser Mineralien ran und dann kommt es zu Austauschprozessen mit Mikroorganismen, die dann üblicherweise Protonen austauschen mit Mineralien. Und dann sozusagen gezielt diese Mineralien rauslösen können von dieser Oberfläche von Zeolit oder Bentonit oder Holzkohle. Und das heißt, es ist ein wunderbarer Nährstoffspeicher im Boden für die Pflanzen, Wasserspeicher im Boden für die Pflanzen und durch die große Oberfläche eben auch Siedlungsoberfläche für Mikroorganismen. Zeolit wird sich im Boden mit der Zeit, ich habe ja gesagt, chemisch ist Zeolit wie Bentonit, wie Tonmineral, es ist fast identisch. Und Tonmineral bildet sich eben innerhalb von ein paar Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten im Boden durch Umlagerung von Siliziumoxiden, Aluminiumoxiden zu diesen Tonschichtmineralen. Und das würde im Boden auch mit Zeolit passieren, also interessanterweise wird sich Zeolit im Boden mit den Jahrzehnten abbauen. Es wird nicht ewig da drin sein, sondern vor allen Dingen in der aktiven Bodenschicht mit Wasser und Feuchtigkeit und Bodenleben wird es mit der Zeit umgebaut zu Bentonit, zu Montmorillonit, also zu Tonmineralen, zu Schichttonmineralen verschiedener Art. Nur so als Hinweis, wie dauerhaft Zeolit im Boden ist, es wird mit der Zeit umgewandelt zu anderen Tonmineralen. Diese spezifische grob poröse Kristallstruktur, Klinoptilolithstruktur, die wird sich mit den Jahrzehnten auflösen. Aber Tonmineral sind ja auch sehr, sehr wertvoll für den Boden. Auch die sind sehr fruchtbarkeitsbildend. Und wir sprechen ja in der Vergangenheit, haben wir oft von Tonhumuskomplex gesprochen im Boden. Inzwischen hat der Dr. Heiko Piplo das erweitert Tonhumus-Kohlekomplex. Das ist eigentlich eines der spannendsten Geheimnisse der Boden. Fruchtbarkeit. Okay, habe ich noch was von den schönen Eigenschaften von Zeolit vergessen? Wir verwenden Zeolit auch sehr gerne im Teich. Und zwar, um auch genau da das Gleiche zu machen, was es im Boden macht oder in der Verdauung macht. Nährstoffe anlagern bzw. Giftstoffe speichern. Wunderbar für die Fische, wunderbar für die Pflanzen. Und wenn wir nehmen, es gibt auch Anwender, die dann eben richtige Kiesel und Steine und sowas im Teich verwenden. Wir nehmen das Zeolit so, in dieser feinen Form, streuen das einfach rüber, beziehungsweise lösen das in Wasser auf, gucken, dass es eben nicht gleich zu Boden sackt, sondern dass es erstmal ein bisschen im Wasser löst, das Wasser trüb ist, dann langsam zu Boden sinkt. Und während dieser Phase, dass es eben langsam zu Boden sinkt,
saugt es quasi aus dem Wasser die ganzen Nährstoffe aus, Nitrat, Ammonium, Phosphor, wird dann eben sehr, sehr gerne gebunden erstmal an diesem Zeolit, kann wieder rückgelöst werden, aber wird erstmal gebunden und entlastet so das Teichwasser von zu vielen Nährstoffen, was wiederum heißt, wenn nicht so viele Nährstoffe da sind, dann können auch wieder, dann können die Algen nicht wachsen, weil die Algen brauchen immer dieses Phosphor und Nitrat im Wasser oder Ammonium im Wasser, dass sie gut wachsen können. Wenn das nicht da ist, dann wird ihr Teich auch klar werden und nicht grün sein. Das ist also eine schnelle Hilfe, ganz physikalisch. Ich binde mal ganz schnell die Nährstoffe weg, packe sie ins Zeolit, das Zeolit ist im Sediment. Wenn das Zeolit voll ist, ist es voll, das heißt, es wirkt nur vorübergehend, bindet einen gewissen Teil der Nährstoffe, ist dann im Boden und trägt da eher so zum Boden, im Schlammsediment im Teich und findet da eigentlich, regt da noch die Biologie im Teich an, hat aber nicht mehr dann, wenn es voll ist, ist es voll, dann hat es nicht mehr diese absorbierende Wirkung im Teichwasser, weswegen man es entweder regelmäßig reinmacht oder, so wie wir empfehlen, wir machen mal eine Erstbehandlung mit Zeolit und EM und Keramikpulver und dann gucken wir, dass wir die Nährstoffbilanz hinkriegen, indem wir überschüssige Nährstoffe mit schwimmenden Wasserpflanzen aufsaugen, Hornkraut und Krebsschere, und die da regelmäßig abernten, sodass wir nicht ständig Zeolit oder Filtermaterial da reinbringen müssen in den Teich. Okay, also Zeolit auch ein ganz großes Anwendungsgebiet in der Teichbehandlung, Teichwirtschaft. Ja, dann wollte ich noch mal kurz hier ins Buch und mal schauen, was der da so alles. Nur mal ganz kurz ein paar Stichworte. Also Buch kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich sehr übersichtlich geschrieben. Kurz die wissenschaftlichen Studien genannt. Das hat der Karl Hecht also wunderbar gemacht. Und nur mal so ein paar Stichworte, die der hier bringt und die er hier so abarbeitet. Kluge Tiere schätzen siliziumoxidhaltige Getränke und Gesteine. Kluge Tiere, das ist schön. Aber es gibt ja tatsächlich das Phänomen, das können die Landwirte bestätigen, Tiere fressen in der Natur jedenfalls eine ganze Menge Erde. Wenn denken wir an die Wildschweine, die fressen jede Menge, also wenn die da rumwühlen und ihre Würmer fressen oder so, das Hälfte Erde, Hälfte Wurm. Ne? Oder wenn Kühe Gras fressen, oft genug reißen sie auch mal ein bisschen Wurzel und Erde mit und fressen das auch. Hühner fressen sogar ganz bewusst Erde, übrigens Kühe auch. Also habe ich durchaus von Landwirten berichtet bekommen, dass vor allen Dingen, wenn die dann im Frühjahr nach dem Winter das erste Mal wieder auf die Weiden kommen, die attackieren regelrecht Maulwurfshügel und fressen die Maulwurfshügel auf. Die fressen die Erde. Und wie gesagt, ganz viele Tiere fressen Gesteine, fressen Erden. Beziehungsweise es kommt ganz automatisch in ihrem Futterverhalten mit in die Verdauung. Und ich denke, das war früher auch beim Menschen so, dass einfach mal ein bisschen Dreck, ne? Da war noch ein bisschen Erde mit an der Moorrübe. Oder prinzipiell alles nicht so sauber. Und dass das also durchaus ein regelmäßiger Begleiter in der Verdauung, dass unsere Verdauung und über Jahrmillionen sich quasi adaptiert hat, angepasst hat, daran gewöhnt ist, mit diesen Stoffen in Kontakt zu kommen, mit Stoffen wie Tonmineral, wie Zeolit, wie Humus, Kohle, was ja im Boden ist. Das sind ja Stoffe, die im Boden da sind. Das sind alle Stoffe, Humus übrigens auch, die eine große Oberfläche haben, negativ geladen sind. Das heißt, sie können jeden zweiten Boden da draußen nehmen, sich einen Spaten nehmen und den futtern. Sie werden den gleichen Effekt haben, wie wenn sie Zeolit oder Heilerde essen. Also da gibt es dann, der eine Boden hat sicherlich ein bisschen mehr größere Oberfläche, der hat mal die Mineralien drin, der andere Boden hat eine etwas kleinere Oberfläche, hat ein paar andere Mineralien drin. Aber vom Prinzip her haben sie die gleiche Wirkung, sie haben eine große Oberfläche negativ geladen. Die Tiere wissen das, fressen bestimmte Sachen besonders gerne. Und sind durchaus Steinfresser, Erdenfresser, ihr Lithophagen zum Teil. Und diese Tradition gibt es ja auch, ich weiß jetzt nicht in welchem afrikanischen Land, das war irgendwo Subsahara-Afrika, Nigeria, Somalia,
gibt es durchaus die Tradition, dass Tonmineral Erde zum Essen verkauft wird auf dem Markt, ne? Und vor allen Dingen schwangeren Frauen empfohlen wird, das auch zu essen. Und die essen dann 10, 20, 30 Gramm und mehr am Tag, lutschen da Tonmineralien, ne? Die Inkas in Peru, die ja Kartoffeln angebaut haben, Kartoffeln enthält ja viel Solanin, ein Stoff, der giftig ist für Menschen. Sagen, die Kartoffeln, die die Inkas in Peru angebaut haben, die haben besonders viel Solanin, die haben ja nahezu Wildform angebaut, die haben Kartoffeln oftmals nicht wie wir gesteckt, mit Saatkartoffeln gelegt, sondern die haben wirklich eine ganz große Bandbreite an Wildkartoffeln und haben die regelrecht gesät. Das heißt, sie haben eine eher noch Wildform von Kartoffeln gehabt und haben besonders hohe Werte an Solanin gehabt, also eigentlich völlig ungenießbar für uns heutige Europäer. Und die einzige Möglichkeit, wie sie das haben essen können damals, war, dass sie jedes Mal, wenn sie Kartoffeln gekocht haben, beziehungsweise gegessen haben, ein bisschen Tonmineral mit reingemacht haben. Also ich hatte da gelesen, tatsächlich der Dr. Weston Price hat da Forschung gemacht, der war ja auch in Peru und hat berichtet, dass die, wenn die unterwegs sind, immer ein Bällchen Ton dabei haben, was sie dann in ihrer Kartoffelsuppe oder so auflösen, eben das bindet dann zum Beispiel das Solanin weg aus der Nahrung, aus der Verdauung, sodass davon der Mensch nicht mehr so belastet wird und dadurch Kartoffel überhaupt erst essbar wurde. Unsere europäische Kartoffel ist so solaninarm gezüchtet, was natürlich auch heißt, sie ist ein bisschen anfälliger für Schädlinge, weil Solanin ja ein Abwehrstoff ist. Aber unsere europäischen oder die Kartoffeln, die wir dann geholt haben und weitergezüchtet haben aus Peru und dem Inka-Reich, das ist ja nur ein winziger Bruchteil der Varianten, die da angebaut hatten. Und die ist schon von vornherein sehr solaninarm und wird dann auch noch so weitergezüchtet, dass sie solaninarm ist. Und selbst da haben sie manchmal die grünen Stellen und da müssen sie auf jeden Fall, können sie die nicht als Pellkartoffeln essen, sondern müssen das abschälen, weil das Solanin vor allen Dingen in der Schale ist. So, aber das war also, dass die Tiere auch gerne mal Erde futtern. Und im Grunde ist Zeolith oder auch Bentonit, Heilerde, nur eine Art von Luxuserde. Eine besonders saubere, speziell abgebeutet, wo wenige Gramm schon solche riesigen Oberflächen haben, dass es besonders wirksam ist. Also es ist ein Luxusdreck. Eigentlich sollte in der Verdauung immer ein bisschen Dreck dabei sein und Zeolith ist Luxusdreck für diesen Zweck. Okay, noch ein paar Stichworte dazu, wo das überall Studien gibt bzw. verwendet wurde. Heil- und Gesundheitspflegemittel, Heilen mit Ton weltweit, früher und heute. Entgiftungsfunktion von Clinoptilolid-Zeolit. Wie wird Zeolit im Verdauungstrakt verarbeitet? Clinoptilolid, also Zeolit für Kinder, für Schwangere, für Ältere. Zeolit bei Strahlenkrankheit, bei Pilzbefall, bei Verbrennungen auf der Haut. Ne? Zeolit ist auch wunderbar für, es nimmt bestimmte Giftstoffe auf. Ne? Nicht nur Mykotoxine, das habe ich schon gesagt, aber auch andere Bakteriengifte, auch Botulin zum Beispiel, das Bakteriengift, was für Botulismus eine Rolle spielt und Nervenschädigung verursacht, was Thema ist eventuell bei Clostridien, bei Autismus und eben anderen neurologischen Erkrankungen. Zeolit bei Alkoholvergiftung, Verbesserung der Psyche durch Zeolit, Arteriosklerose, Anämie, Ausleitung von Schadstoffen. Haben wir hier alles? Diabetes, Schlafen, Schlafverbesserung, Absorption von Schwermetallen und Ammonium. Histamin wird aus der Verdauung gebunden durch Clinoptilolide, also das heißt, diese überschießenden Reaktionen, Allergiereaktionen kann man damit auch, scheinbar auch ein Stück weit regulieren. Was haben wir hier noch? Diabetes, Lungenentzündung.
gerade bei Leber und Nieren, ja, habe ich ja gesagt, Hepatitis, Lebererkrankung, weil es ja genau die Gifte wegbindet, die Leber und Niere normalerweise aufwendig entgiften müssen. Und da nimmt es denen eine ganze Menge Arbeit ab. Ausleitung von Radionukliden, also Strahlenkrankheit. Prophylaxe. Und er bringt dann auch hier so Beispiele von Kulturen, die zum Beispiel Gletschermilch trinken. Gletschermilch, das waren, glaube ich, die, wie hießen sie, irgendwo im Norden von Indien. Himalaya, fällt mir der Name jetzt nicht ein, aber eine Kultur, eine Volksgruppe, die besonders alt wird und eben dort in den Bergen wohnt und wo eben Gletscherbäche herauskommen und da unter den Gletschern, da werden die Steine ja aneinander gerieben und pulverisiert und dann kommt da eine sogenannte Gletschermilch raus, also im Grunde noch nicht wirklich aufgelöst, aber ne, so, dass es Suspension ist von Steinpulver und das, was sie da trinken dann was natürlich auch ihre Felder düngt und so. Also gerade dieses Steinpulver scheint eine ganz interessante Sache zu sein. Silizium im wesentlichen Teil ist auch ein gewisser Teil in unseren Knochen, ein gewisser Teil in unseren Nährstoffen, in der Haut. Also es ist nicht so, dass Silizium in unserem Körper überhaupt keinen Platz hat, sondern gerade für Knochen und Bindegewebe und so ist Silizium sehr interessant. Und scheinbar eben speziell in diesen Regionen mit einer guten Mineral- und Siliziumversorgung über diesen Weg werden die Leute auch besonders alt. Genau. So, also, das zu den gesundheitlichen Fragen von Silizium, von Clinoptilolit, Zeolit. Also, Zeolit, Siedestein, ein Vulkan-Aschegestein, was ins Meer gefallen ist und was eine sehr große Oberfläche hat dadurch, 360 Gramm pro Quadratmeter, was also komplett ungefährlich ist. Es gibt wirklich nichts, keinerlei Berichte, dass man mit Zeolit irgendwas falsch machen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Zeolit nicht Vitamine wegfängt, nicht Mineralien wegfängt. Da gibt es viele Untersuchungen in der Fütterung, die das sehr schön zeigen, dass Zeolit also wirklich kein gefährlicher Stoff ist. In absolut keinster Weise. Es ist also sicherer geht es nicht. Man kann aber wirklich nichts falsch machen, selbst wenn sie das Zeug eimerweise am Tag futtern, kommt es hinten wieder raus und das war's. Typische Dosis ist ein Teelöffel morgens und abends, beziehungsweise 100 bis 300 Gramm pro Großvieheinheit bei den Bauern, beziehungsweise 1-2% von der Trockenfutterration, das entsprechend mit Zeolit oder Bentonit oder Holzkohle gefüttert wird. Man kann damit nichts falsch machen. Es ist eine absolut sichere Sache, warum unsere Behörden ausgerechnet gegen Zeolit vorgehen, wie der Teufel gegen das Weihwasser. Das ist nicht ganz nachvollziehbar. Es gibt da draußen mit Sicherheit andere Sachen, die interessant wären, die genauer und schärfer kontrolliert gehören und wo sich eine Verfolgung lohnt. Bei so einem Stoff, der wirklich null Schaden schon von allein von der Chemie und Physik null Schaden anrichten kann und so inert ist, weil es eben ein Stoff ist, der einfach überall ist letztendlich, der unserem ganz normalen Ton oder Sand oder Humuserde entspricht. Das ist erstaunlich, aber das wissen Sie jetzt besser. Mit Zeolit können Sie nichts falsch machen. Zeolit ist ein wunderbarer Stoff für den Kompost, für den Boden. Beim Kompost rechnen wir so ungefähr 10 Kilogramm auf den Kubikmeter. Wenn man es direkt auf den Boden bringt, rechnen wir so 100 Gramm pro Quadratmeter und Jahr für eine Bodenverbesserung. Und ansonsten eben ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten dieses sicheren Stoffes, der zur Entgiftung beiträgt, zur Anregung der Mikrobiologie, in allen möglichen Prozessen, in denen er angewendet wird. Und wie gesagt, das bisschen, was Sie eventuell essen als Nahrungsmittel Zeolit, was nicht unseres ist, sondern irgendein anderes, was Sie sich ausdenken, gibt ja ganz viele Anbieter, oder was
sie im Garten anwenden. Das ist interessanterweise der kleinste Teil. Der größte Teil des Zeolits geht es in der Produktion, und zwar zügeweise. Hunderttausende Tonnen jedes Jahr geht in die Industrie als Filtermaterial, als Entkalker und in die Futtermittelindustrie als Zusatzstoff. Ja, also Zeolit, eines der Stoffe, die wir auch in unserem Shop anbieten. Und ansonsten für diese anderen Anwendungen können Sie sich ja entsprechend bei anderen Firmen umhören bzw. sich da beraten lassen, was da entsprechend möglich ist. Wieder was gelernt über die Erde, ihre Zusammensetzung und die Möglichkeiten, die Welt grüner zu machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.